Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Return of the Obra Dinn. Und ja, neue Aufnahmesession. Und wir sind des Virenschutz, Sicherheit und Warnung. Ja. Und wir sind tatsächlich mit den Anzeigemodi durch. Deswegen sind wir jetzt wieder beim Macintosh angelangt. Und ich werde mir jetzt die Tage mal raussuchen, welches mir am besten gefallen hat. Und es danach spielen, weil den hier mag ich irgendwie nicht so. Der sieht so bappig irgendwie aus, so dreckig. Aber da gucken wir dann mal die Tage. So, was haben wir denn hier? Einer, der von dieser großen Spinne, Eismeerkrabbe, was auch immer, getötet wurde. Ich habe aktuell tatsächlich ein bisschen Probleme mit, zeitliche Probleme mit dem Aufnehmen. Deswegen, wenn es momentan mal mehr als 2 Tage dauert, bis eine Folge kommt, bitte nicht böse sein. Und aktuell scheine ich eine Erkältung auszubrüten, wo ich auch nicht so toll finde, aber das lässt sich im Winter leider nicht vermeiden. So. Ja. Kennen wir. Was ist denn da passiert? Müsste eigentlich alle Uhrzeiten mal durchgehen. So, was genau ist jetzt wie hier passiert? Also, kommen hier alle runter. Gucken wir erstmal die eher Unbeteiligten an. Dann haben wir den Kollege. Hier ist schon einer durch das Vieh getötet worden. Der hat so einen Dorn stecken. Gut, den Kämmer schon. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten weiter. Der lädt gerade seine Büchse. Das war dann. Hinter der Wand stand noch einer, der wurde doch dann getroffen, oder? Warum lehnt der sich hier so chillig an? Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der hat so ein bisschen den Kopf verloren. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass man das nicht kontrollieren kann so richtig. Aber gut. Ja, das konnte ich mir doch gerade noch gar nicht angucken. So, machen wir mal halblang, liebes Spiel. Erstmal schauen, was es hier so gibt. Okay, da hinten ist wohl noch irgendein Vieh. Wir gucken nämlich schon so. Und hier steckt auch noch so ein Dorn in der Wand. Ach, guck mal, der hier ist sehr auffällig. Der hat so ein streiftes Feinrippunterhemd an. Manchmal muss ich sagen, ist die Position, wie man das gucken soll, echt kacke. Also, da hinten ist auf jeden Fall noch was. Die hier wurden beide geköpft. Beide. Das ist der hier. Ist das einer von den Chinesen? Nee, das ist der hier. Das ist der hier. Okay. Schauen wir mal. Also, die wurden auf jeden Fall beide geköpft. Und das hier sieht mir irgendwie so eine Mischung aus Feuer. Weil der hält sich auch hier so die Augen zu und vielleicht versucht der irgendwie quasi auf das Teil hier drauf zu gucken, auf den Poller, damit er nicht geblendet wird. Also das könnte irgendwie so Feuersäuremäßiges sein. Ich glaube, es gibt nämlich auch die Todesart mit Säure. Aber gucken wir erst nochmal auf die Kollegen. Also da bin ich mir recht sicher. Können wir dann gleich eintragen. So, und hier hinten hat sich dann noch was abgespielt. Hinter dieser Wand quasi hier. Was genau das ist, weiß ich nicht. Vielleicht kommt was aus dem unteren Deck noch. Keine Ahnung. Das war davor.
Okay, man hört das Vieh schreien. Ah, die versuchen es zu verbrennen. Oh, okay. Also die schneidet den tatsächlich den Kopf ab. Und jetzt sieht man auch, okay, da sitzt etwas drauf. Es sieht so ein bisschen aus wie dieses Mädel aus, wie heißt die Filme, The Ring? So, was macht der? Der schmeißt jetzt eine Lampe. Der schmeißt eine Lampe. Das könnte dann doch tatsächlich Feuer gewesen sein danach. Genau, der hier ist aufgespießt. Der versucht es mit dem Speer. Da hinten kommt der Kollege. Ach, siehst du mal. Da sind mehrere von den Drecksviechern. Ich weiß nicht genau, was der hier versucht gerade. Ich glaube, der versucht das zuzuhalten. Der gibt Gewehre aus. Aber oben ist auf jeden Fall noch eins. Okay. Also. Das ist klar. Wer das ist, keine Ahnung. Kriegt auf jeden Fall den Kopf ab. Und zwar von der Bestie. Bei dem armen Tropf. Ne, da weiß ich ja nicht, wer es ist, aber bei dem armen Tropf ist das gleiche passiert. Auch von einer Bestie. So, und da oben ist noch so ein Vieh. Haben wir da noch mehr? Der wurde auch schon aufgespießt, abgeschossen, wie auch immer. Also das scheint eine ziemlich unschöne Fahrt gewesen zu sein. Der hat auch so eins in der Schulter stecken. Er guckt schon ganz panisch in die Richtung. Der Kollege, der steht auf dem großen Bild unter den Schützen, genau unter den Schützen. Der sieht mir sehr orientalisch aus. Könnte ein Inder vielleicht sein. Aber das hier sieht echt assi aus. Vor allem der hat jetzt auch noch einen fetten Speer dabei. Der wartet darauf, dass es runterkommt. Damit das von hinten angreifen kann. Was nicht sehr dumm ist. Sehr schlau. Und hier hinten. Was hier passiert, verstehe ich noch nicht. Ob der das Deck öffnet, damit sie runter können. Oder ob der... Ja doch, der drückt sich ja dagegen. Ja, der versucht das zu schließen. Zu öffnen. So, gut. Das ist klar, was dem hier passiert ist. Ich muss sagen, wir haben jetzt schon ein paar Folgen hinter uns, aber so richtig habe ich den Spielablauf noch nicht kapiert. Manchmal ist er ein bisschen wirr. So, der wurde hier dran genagelt. Das war etwas vorher. Ein Dämon aus dem Weg. Nick. Nick ist als erstes gestorben. Das dürfte dann wohl Nick sein. Verdammt, hier sind zwei Tote. Wodurch der gestorben ist... Ach scheiße, da liegt hier noch einer. Drei Tote. Also... Wodurch die gestorben sind, ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Der hier ist definitiv durch den Speer gestorben. Das könnte Nick sein, ist aber nur eine Mutmaßung. Frage ist für mich, wie soll man das genau herausfinden? Wer ist wahrscheinlich dahin gerannt, hat sich mega erschreckt und ist ausgerutscht oder sowas. Der hier versteckt sich.
So, Nick, wir haben einen Namen. Wir haben einen verdammten Namen. Aber das ist nicht Nick. Der ist ja quasi gerade erst, ne? Das ist nicht Nick. Glaube ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da sagt. So, ist der jetzt, wie ist der? Ist der aufgespießt worden? Ist der erschossen worden? Weil die können das Zeug ja anscheinend schießen, aber ich vermute mal, aufgespießt ist das Richtige. Auch von der Bestie. Gucken wir mal hier rein, was wir alles haben. Also, das ist nicht Nick. Die richten nichts aus. Das sind die Geköpften. Der sieht verdächtig, das weiß ich noch nicht. Das könnte Säure sein. Können wir mal kurz reingucken. Gibt es Säure? Irgendwie, Stromschlag, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Ich glaube, er ist verbrannt. Aber ist er verbrannt zu Asche? Eigentlich nicht, ne? Aber ich lasse das mal. Ich weiß nicht, kann man in die Szenen noch mal reinspringen? Weil bin ich jetzt gerade so ein bisschen schwierig. Also nach wie vor glaube ich, dass das hier der gute Nick ist. Auch dieser Ablauf, den verstehe ich nicht, weißt du? Die Uhr hat mir jetzt schon gezeigt, jo, da musst du hin. Warum muss ich jetzt noch mal diesmal auch hinterher? Also manche Sachen erschließen sich mir schlicht und ergreifend noch nicht. So, Seres ist online. Es ist ein bisschen. Ist ein bisschen schwierig. Hebt an, schnell weg. Also, auf jeden Fall, ne? Töt. Okay, das ist ziemlich gleichzeitig passiert. Das ist also tatsächlich doch nicht zu sagen. Also der fliegt auf jeden Fall hier drauf. Es ist schwierig zu sagen, wer jetzt Nick ist. Aber jetzt mal so alleine, wie ich das auffassen würde, wird der hier getötet von Nick. Man sieht das halt deutlich. Vor allem gucken alle zu. Und die sind ja dann auch runtergerannt. Na, guck mal, der Schütze, der ist immer noch da. Und das der mit dem komischen Unterhemd. Also, ich bin mir sicher, das ist Nick. Ich stelle jetzt einfach mal diese Behauptung auf. Wer heißt Nick? In den Kommentaren stand auch irgendwie drin, es gibt nicht nur einen Inder. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Es könnte Nikolas sein, falls wir nicht noch einen echten Nick finden. Noch mal kurz von vorne. Nö. Wir haben übrigens auch einen unbekannten Fan und einen unbekannten Matrose dabei. Na super. Ne. Also, ich sag mal, das ist Nikolas und der wurde aufgespießt, durchbohrt, aufgespießt von Bestie. Weiß jetzt nicht, ob das mit Feind gemeint ist oder Bestie. Vorhin wurde Feind gesagt, ich glaube aber, das ist relativ wurscht. So, das sollte eigentlich jetzt
ziemlich deutlich sein. Das wird wohl das erste Opfer sein. Wenn das die, wenn dieser Rauch immer die Bewegungsbahn der Person wären, dann wäre es ziemlich abgefahren. Okay. Lol, wo bin ich denn jetzt? Stromschlag, wir haben den Stromschlag gefunden. Ich bin auf der... Ist das auch Takelage? Weiß nicht, wie man das bei dem Schiff nennt. Das sieht ja abgefahren aus. Also da oben sitzt auf jeden Fall jemand, der ist Zeuge. Und das ist der Kollege. Der wurde von einem Stromschlag erwischt. Kann ich hier durchlaufen? Ah, tatsächlich. Die am Schweine gucken zu. Das hier ist so ein, ich würde mal sagen, Chinese. Den kennen wir ja schon. Der ist tot. Und die tanzen halt hier oben rum, um die Segel zu hissen. Ah. Jetzt kommt mal gerade meine Freundin nach Hause. Ja gut. Wer es ist, weiß ich nicht. Aber Stromschlag, es gibt ja keinen Blitz in dem Sinne. Aber was da passiert, ist ja recht deutlich. So, jetzt stehe ich hier oben rum. Wie komme ich da runter? Ach, da hinten ist die Tür. Weiter nach oben komme ich aber nicht. So, wenn wir jetzt nochmal über die zeitliche Abfolge nachdenken. Das hier. Wann ist das? Ich habe die Uhren leider nie so richtig beachtet, die Uhrzeiten. Der Typ, der wurde ja von dem Kraken entzweigerissen. Deswegen. Entweder kommt der, also der Kraken kommt auf jeden Fall später. Die Viecher kommen also vor dem Kraken. Deswegen ist das Deck unten auch noch so weit intakt, weil die Kanonen noch nicht benutzt wurden. Aber da kommt gerade das erste von den beiden Drecksviechern hoch und da das zweite. Scheint wohl nicht so ganz zufällig gewesen zu sein hier mit den Blitzen. Boah, ey. In der Folge ist jetzt aber ziemlich viel passiert. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das am Ende aufklären sollen. Keine Ahnung. Aber das soll's trotzdem für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.